auch auf Madagaskar mit seiner einzigartigen Tierwelt. Fast alle Arten leben ausschließlich hier und sonst nirgendwo. Eine entscheidende Evolution ging an der Insel vorbei. Die Höherentwicklung von den Halbaffen, den Lemuren, zu den Affen. Als sie diese Welt betraten, starben ihre unterlegenen Vorfahren fast überall aus. Nur auf Madagaskar nicht. Beim Anblick der Fossa, ihrem größten Feind, herrscht unter den Lemuren höchste Alarmbereitschaft. Eine ernsthafte Bedrohung für die Lemuren Madagaskars stellten die katzenähnlichen Raubtiere jedoch nie dar. Nahezu die gesamte Insel war mit Wald bedeckt, bevor vor 1500 Jahren die ersten Menschen Madagaskar entdeckten. Seitdem sind 90% der Wälder verschwunden. Und mit ihnen bereits die Hälfte aller Lemurenarten. Zu den seltensten und seltsamsten Geschöpfen Madagaskars gehört zweifellos das fast katzengroße Fingertier oder Ai-Ai. Auf der Hauptinsel ist es so gut wie ausgestorben. 6 Tiere wurden 1966 von Naturschützern auf einer kleinen Insel ausgesetzt. Vernichtung seines Lebensraums und Jagd sind die Ursachen, dass das Ai-Ai so extrem selten geworden ist. Zwar haben vermutlich nur wenige Dutzend überlebt, aber auf der kleinen Insel Nosy Mangabe haben sie eine sichere Zuflucht.